von Sallas. Gesponsert wird die Nachzucht Sallas von Ammerländer. Die berühmte nordische Frische ist zwar im Ammerland daheim, doch schon seit langem ist sie auch im Rest der Welt zu Hause. Denn mittlerweile werden Ammerländer-Produkte in über 50 Länder weltweit exportiert. Die meisten dieser Länder haben ein eigenes Wort für Milch. Und für Qualität und Zuverlässigkeit sogar zwei. Molkerei Ammerland. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bringen Sie Sie nun die Töchtergruppe des Bullen Sallas. Das sind die allerersten Töchter auf dem Wiedereinsatz des Bullen. Sallas ist ein Stomatizon, der von Alex Dittner aus Marschach gezogen worden ist. In seinem Pedigree finden wir in direkter Folge vier exzellente Kühe. Aus einer 92er Rudolf, davor eine 90er Jubilant, eine 90er Enhancer und einer 93er Crown Tristan. Damit hat der Bulle eine solide Grundlage bekommen und in der Kombination mit seinem Vater Schaumatik konnte sich Sallas zu einem außergewöhnlichen Bullen entwickeln. Sallas ist ein Bulle, der mittlere Leistungen vererbt, aber der seine Vorzüge in der Exterieurfärbung, aber vor allen Dingen auch in der Verbesserung der funktionellen Eigenschaften hat. Die Sallas-Töchter sind im Rahmen überdurchschnittlich. Sie haben eine feste Obenlinie, sind korrekt gelagert. Sie bewegen sich auf einem exzellenten Fundament. Die Hinterbeine sind korrekt gewinkelt, sie sind trocken und die Tiere zeigen einen hervorragenden Bewegungsablauf. Nach den Kalbungen, da sehen Sie den Tieren an, halten Sie Ihre Substanz, Sie werden wählen nicht zu stark ab und Sie sind in der Lage, relativ schnell wieder tragen zu werden. Auch das ist zu erkennen an den Zuchtwerten, ihr seid dieses Bullen. Die Euter der Sallas-Töchter sind sehr drüsig, sie sind fest aufgehängt, haben ein starkes Zentralband. Die Striche sind mittig unter den Vierteln platziert und sie lassen sich sehr gut melken, weisen eine gute Melkbarkeit und vor allem auch eine gute Eutergesundheit auf. Sallas ist ein Bulle, der aufgrund seiner sehr guten Fitnesswerte im Zuchtgebiet sehr beliebt ist. Er ist im letzten Jahr, im Herbst letzten Jahres von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Arbeitsgemeinschaft Lebenslinien ausgezeichnet worden. Er hat das All-Logo gehalten und ist in die Liste der von der Arbeitsgemeinschaft Lebenslinien empfohlenen Vererber aufgenommen worden. Wir möchten der Arbeitsgemeinschaft auch die Gelegenheit geben, heute hier den Züchter des Bullen auszuzeichnen. Herr Dittmar selbst kann nicht zugegen sein, seine Frau ist da. Und wir werden dann gleichzeitig mit der Überreichung des Bullenbildes mit Herr Tangermann von der Arbeitsgemeinschaft Lebenslinien. Herr Tangermann ist aus Handorf, der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, wird er die Ehrung des Bullen auch übernehmen. Herzlichen Dank. Moin. Alles gut, ja? Ja. Immer schön munter bleiben, ne? Ja. Wir sind im Boden hier. Das ist am besten. Ja.
Danke, Felix.